16. Die Stimmung war aus verschiedenen Gründen ein wenig angespannt, als wir bei Ernest eintrafen. Zum einen waren wir tatsächlich 20 Minuten zu spät. Das hatte aber nicht an mir gelegen, sondern daran, dass wir, geführt von Miss zu 70% sicher Mia, in den falschen Bus gestiegen waren. Zum anderen hegten Mia und ich die schlimmsten Befürchtungen, was Lottie und Florence anging. »Wenn sie auch nur eine Bemerkung macht«, murmelte Mia drohend vor sich hin. Wir hatten Lottie nicht verraten, wie sehr sich Florence dagegen gewehrt hatte, ihre Räumlichkeiten abzutreten. Selbst Mom war nicht die kleinste Andeutung über die Lippen gekommen. Wir alle wussten, dass Lottie sonst entweder gar nicht mitgekommen wäre oder, was wesentlich wahrscheinlicher war, darauf bestanden hätte, in die Besenkammer zu ziehen. »Oder wenn die irgendwie blöd guckt«, fuhr Mia fort. Ich wiederum starrte den fürchterlichen Freddy vor der Eingangstür der Spencers an und konnte mir gerade noch verkneifen, jede Werf, jede Werf, jede Werf zu sagen, anstatt zu klingeln. Seltsam, wie vertraut mir die übergewichtige Steinfigur im Laufe der vergangenen Nächte geworden war. Fast erwartete ich, dass sie mir zuzwinkerte. Wir waren von der Bushaltestelle bis hierher gerannt und hatten Mom und Lottie abgehängt, die jetzt erst keuchend um die Ecke in die Anfahrt bogen. Bedauerlicherweise gleichzeitig mit einem großen Mann in Korthosen und Rollkragenpulli, der aus der anderen Richtung kam und es ähnlich eilig zu haben schien. Er stolperte über die Hundeleine und das fand Butter gar nicht komisch. Sie fing an zu kläffen und herumzutoben und nach den Korthosen zu schnappen, und es entstand ein kleiner Tumult. Mia und ich versuchten, Butter am Halsband zu packen, aber das war gar nicht so einfach. Butter wand sich wie ein Aal. Die extra lange Hundeleine wickelte sich um Lottis Füße und die Beine des Mannes und brachte sie beide zu Fall, während Mom daneben stand und wenig hilfreich ungefähr 10-mal hintereinander »Böser Hund« rief. Schließlich gelang es mir, Butter am Halsband wegzuziehen, und Lottie und der Mann konnten sich aufrichten. Dabei stießen sie mit ihren Köpfen zusammen, und als Lottie »Au« sagte, hätte Buttercup sich nur zu gerne erneut ins Getümmel gestürzt. Sie bellte vorwurfsvoll. »Böser Hund«, sagte Mom mit schwacher Stimme. Der Mann rieb sich die Stirn. »Alles in Ordnung?«, erkundigte er sich bei Lottie. Und das musste man ihm wirklich hoch anrechnen. Jeder andere an seiner Stelle hätte mit einem Anwalt gedroht. »Entschuldigung«, sagte Lottie ein wenig atemlos und strich sich eine braune Locke aus dem Gesicht. »Normalerweise bin ich ein ganz lieber Hund.« Mia hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht loszukichern. »Sie, meine ich«, stotterte Lottie und lief rot an. Offenbar schien der Anblick des Mannes sie kolossal zu verwirren. »Sie ist ein lieber Hund. Sie mag nur keine Briefträger.« »Oh, ich bin kein Briefträger«, versicherte ihr der Mann. »Ich bin das schwarze Schaf der Familie Spencer, Ernests Bruder Charles. Und ihr müsst unser neuer Familienzuwachs sein. Freut mich, euch alle kennenzulernen.« Jetzt, wo wir Zeit hatten, ihn näher in Augenschein zu nehmen, wunderte uns diese Eröffnung nicht wirklich, denn Charles wies eine geradezu fatale Ähnlichkeit mit Ernest auf. Die gleiche breitschultrige Statur, die gleichen blauen Augen, die gleiche Neigung zur Glatzenbildung, die gleichen riesigen Elefantenohren. Sogar seine Stimme klang ganz ähnlich. Er schüttelte uns nacheinander die Hand und wir stellten uns mit unseren Namen vor und versicherten, dass wir uns ebenfalls freuten. Als Lottie an der Reihe war, war sie noch röter geworden und erklärte, sie hieße Tolly Hastelwuber und sei das Minderkätchen. »So ähnlich jedenfalls«, murmelte Mom. Mia und ich tauschten einen alarmierten Blick. Was war denn nun mit Lottie los? Wir trauten unseren Ohren kaum, als unser Minderkätchen jetzt auch noch Einblick in bisher verborgene Familiengeheimnisse gewährte. »Ich war übrigens auch mal das schwarze Schaf der Familie«, erklärte sie eifrig. »Aber dann hat meine Cousine Franziska sich in ihre Putzfrau verliebt, deshalb war sie dann das schwarze Schaf, bis mein Cousin Basti sie abgelöst hat, weil er sein Hotel in einen Swingerclub umge...« »Lass uns die Einzelheiten doch auf später verschieben«,
fiel Mom ihr hastig ins Wort und drückte energisch den Klingelknopf. »Es gibt schließlich eine Menge Möbel zu rücken.« »Oh, hallo, Ernest, Liebling. Entschuldige die Verspätung, aber an mir lag es nicht.« »Wir sind in den Balschen Fuß gestiegen«, sagte Lotti mit einem verklärten Lächeln, das allerdings nicht Ernest galt. Allmählich dämmerte mir, was hier los war. »Ich glaube, wir haben hier einen möglichen Kandidaten für die Aktion Lotti verkuppeln«, flüsterte ich Mia zu, als wir ins Haus spazierten. »Das schwarze Glatzkopfschaf scheint irgendwie ihr Typ zu sein.« »Ja, eindeutig«, flüsterte Mia zurück. »Ich werde ihm gleich mal auf den Zahn fühlen.« Und das tat sie auch, indem sie mit ihrem allersüßesten Lächeln eine indiskrete Frage nach der anderen stellte. Entweder an Charles direkt oder einen seiner Verwandten. Am Ende des Tages hatten wir sehr viel geschafft. Zuerst hatten wir die Familienzusammenführung von Spot und Butter bewerkstelligt. Nach Butters unrühmlichem Erstauftritt eine überraschend simple Angelegenheit. Am Anfang starrten sie sich eine Weile lang an. Spot hoheitsvoll von seinem Platz auf dem Sofa, Butter eher ängstlich schnüffelnd an Lottis Bein gedrückt. Dann beschlossen sie, einander für den Rest des Tages einfach zu ignorieren, wobei der Spot eindeutig besser gelang als Butter, die immer wieder mal misstrauische Blicke zum Sofa schickte und uns ansonsten auf Schritt und Tritt durch alle Stockwerke verfolgte. Und das waren wirklich viele Schritte, denn wir mussten gefühlte 40 Tonnen Möbel und Kartons von rechts nach links, von oben nach unten und zuletzt auch kreuz und quer räumen. Zwischendurch hatten wir über 50 Schattierungen von Weiß kennengelernt und die mit den schönsten Namen herausgesucht. Old Lace für Lotti, Snow White für Mia und Seashell für mich. Wobei sich Florence als überraschend stilsichere Ratgeberin erwies und Grayson als farbenblind. »Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch alles gleich weiß.« Und wir hatten ein umfassendes Dossier über Ernests Bruder Charles zusammengestellt. Er war 39 Jahre alt, kinderlos und seit 2 Jahren geschieden. Die Scheidung von Eleanor, dem gierigen Drachen, hatte ihn ein Ferienhaus in Südfrankreich, einen Jaguar und jede Menge Nerven gekostet. Auch die Falte zwischen seinen Augenbrauen ging ausschließlich auf Eleanors Konto, behauptete jedenfalls Florence. Er spielte Tennis, spendete Geld für den World Wildlife Fund, mochte klassische Open-Air-Konzerte im Park sowie die Musik einer Band namens Lamb Chop. Apropos Lamb Chop. Als schwarzes Schaf der Familie bezeichnete man ihn enttäuschenderweise nicht etwa deshalb, weil er nachts Graffiti-Kunst an Tunnelwände sprayte oder Marihuana selber anbaute oder was schwarze Schafe sonst noch so tun, sondern weil er im Gegensatz zu seinen 3 großen Brüdern nicht Jura studiert hatte und auch nicht in die Politik gegangen war. Stattdessen besaß er eine Zahnarztpraxis in Islington. Und der Ausdruck auf den Zahn fühlen bekam gleich noch einmal eine andere Bedeutung. Mia und ich waren ein bisschen enttäuscht. Ein Tierarzt wäre super gewesen, aber Zahnarzt? Nein, das gab Abzüge bei den Sympathiepunkten. Zahnärzte riechen auch einfach nicht gut. Aber nicht nur Charles musste sich einem neugierigen Verhör unterziehen, auch Lotti durfte sich eine Menge merkwürdiger Fragen gefallen lassen. Denn offensichtlich hatte Florence ein Problem mit Lottis Nationalität und es war ihr ein Anliegen zu überprüfen, ob sich Nazis unter ihren Vorfahren befanden. Und wenn ja, ob sie sich schuldig fühle und was sie dagegen tue. Mia wollte Florence für diese Fragen gerne ohrfeigen, aber Lotti sagte, ihres Wissens seien alle Nazis der Familie im 2. Weltkrieg gefallen. Und damit war Florence fürs Erste zufrieden. Mit der Familienzusammenführung und der damit verbundenen Änderung der Wohnsituation schien sie sich arrangiert zu haben. Jedenfalls beschwerte sie sich nicht mehr darüber, weit und breit war kein hysterischer Anfall in Sicht. Fast war ich darüber ein bisschen enttäuscht. Florence hatte mir besser gefallen, als sie die Kontenance verloren hatte. Natürlich sparte auch Mom wieder nicht mit peinlichen Äußerungen. Praktischerweise wartete sie damit bis zum Mittagessen, damit es auch garantiert alle mitbekam. »Das ist so lieb von dir, dass du Liv heute Abend mit auf diese Party nimmst!« Sie strahlte Grayson an. Es fehlte nur noch, dass sie seine Wange tätschelte.
Ich sage immer, in eurem Alter gehört man an einem Samstagabend nur nach Hause, wenn man 40 Grad Fieber hat. Ich bin sehr froh, dass Livs Mauerblümchen-Dasein nun ein Ende findet. Grayson fehlten offensichtlich die Worte. Er warf einen Blick zu mir hinüber und ich konnte mir ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen. »Mom, ich glaube, du bist noch nicht auf dem neuesten Stand. Bring Grayson nicht in Verlegenheit. Ihm wäre es nämlich lieber, ich würde heute Abend nicht auf diese Party gehen.« Ernest legte seinen Suppenlöffel beiseite. »Wie bitte?« Grayson schob ein Stück Brot in seinen Mund und murmelte etwas Unverständliches. Er tat mir ein bisschen leid, aber er hat es ja nicht anders gewollt. »Unsinn, Maus«, sagte Mom. »Du hast es doch Grayson zu verdanken, überhaupt auf diese Party eingeladen worden zu sein, nicht wahr, Grayson?« Grayson schluckte. »Naja, schon, aber es... Ich hab... Noch ein kurzer Blick zu mir, dann schien er sich zusammenzureißen und fuhr ohne zu stammeln fort. »Diese Partys sind ziemlich wild. Es fließt reichlich Alkohol und weil Liv doch erst 15 ist, dachte ich, es wäre besser, sie bleibt zu Hause.« »Oh, das war ja wohl. In 3 Wochen werde ich 16, sagte ich aufgebracht. »Tatsächlich? Du siehst aber gar nicht so aus.« »Grayson!« Ernest bedachte ihn mit einem vorwurfsvollen Blick. »Ich ebenfalls. Was sollte das heißen, ich sah nicht so aus?« »Ich verstehe, worum es ihm geht«, sagte Mom. »Er ist ein verantwortungsbewusster Junge und will Liv nur beschützen.« Sie wandte sich an ihren zukünftigen Stiefsohn. »Aber das musst du gar nicht, Grayson, Schatz. Du darfst auf der Party einfach Spaß haben. Liv kann wirklich gut auf sich selber aufpassen.« Sie beugte sich zu Ernest hinüber und flüsterte so laut, dass jeder am Tisch sie bestens verstehen konnte. »Zu gut, denke ich manchmal. In ihrem Alter hatte ich schon alles durch. Den ersten Alkoholrausch, den ersten Joint, den ersten Sex. Liv ist diesbezüglich eine Spätzünderin. Allmählich mache ich mir wirklich Sorgen, dass sie nach ihrem Vater kommt. Er hat in seinem ganzen Leben nie etwas Leichtsinniges getan. Naja, doch, er hat mich geheiratet. Immerhin.« Sie lachte. Ernest stimmte in ihr Gelächter ein, wirkte aber leicht verwirrt, genauso wie sein Bruder Charles, der allerdings erleichtert schien, dass es ausnahmsweise mal nicht um ihn ging. »Da hörst du es«, sagte ich zu Grayson. »Meiner Mom können deine Freunde gar nicht gefährlich genug sein, selbst wenn sie nachts auf dem Friedhof schwarze Messen abhielten.« Vielleicht bildete ich es mir nur ein, aber mir schien, als würde Grayson ein wenig blass werden. Er presste seine Lippen zusammen, schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Ich gehe dann mal wieder Möbel rücken.« »Wenn Grayson nicht auf Liv aufpassen will, kann ich das übernehmen«, bot Florence an, als Grayson das Esszimmer mit einem letzten finsteren Blick in meine Richtung verlassen hatte. »Ich gehe auch auf Arthurs Party, gleich nach unserem Ballkomitee-Treffen.« Ich bekam gar keine Gelegenheit, mich darüber aufzuregen, denn bei dem Wort »Ball« horchte Mom sofort wieder auf. Florence freute sich über das Interesse und begann den Herbstball mitsamt der festlichen Roben in den glühendsten Farben als romantischsten Tag des Jahres zu schildern. Ein absoluter Höhepunkt im Leben eines jeden Frognal Academy-Absolventen. Aber, und an dieser Stelle huschte ein kurzes, eindeutig schadenfrohes Lächeln über Florence' Gesicht, leider, leider ausschließlich für die Oberstufenschüler. Mom sah aus, als würde sie vor Enttäuschung gleich in Tränen ausbrechen. »Jüngere Schüler dürfen nur mit einem älteren Schüler als Tanzpartner zum Ball kommen.« Florence Stimme triefte förmlich vor Bedauern. »Und dummerweise geht Grayson ja schon mit Emily hin.« Mom seufzte. »Aber mit etwas Glück könnte ich Liv vielleicht einen Ballpartner vermitteln«, schob Florence hinterher. »Ja, genau das hatte Persephone vorhergesagt. Und Mom ging Florence natürlich voll in die Falle.« »Wirklich?« sagte sie begeistert, und ich sah ihr an, dass sie im Geiste schon das Ballkleid aussuchte. »Liv, Mäuschen, das wäre doch toll!« »Schwierig. Emilys Bruder Sam ist noch frei.« Florence legte die Stirn in Falten, als hätte sie diese Überlegung tatsächlich Anstrengung gekostet. »Vielleicht könnte ich ihn ja überreden, Liv mit zum Ball zu nehmen.«
Genau, Sam. Oder Pickle Sam, wie Persephone ihn genannt hatte. Aber ich kann natürlich nichts versprechen. Oh, das wurde ja immer besser. Jetzt musste man Pickle Sam auch noch auf Knien bitten, mit mir auf den Ball zu gehen. Vielleicht sogar bestechen. Das klingt nach einer grauenhaften Veranstaltung, sagte ich mit Nachdruck. Um eins klarzustellen, ich würde mich lieber einer Wurzelbehandlung ohne Betäubung unterziehen, als dahin zu gehen. Liv, sagte Mom, und Florence zog pikiert ihre Augenbrauen hoch und murmelte etwas von einem Fuchs und sauren Trauben. Ich hatte schon mal eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung, sagte Lottie. Und glaub mir, das willst du nicht erleben. Eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung? Wiederholte Charles ungläubig, und Lottie nickte. Mein Onkel Kurt ist Zahnarzt, ein schlechter Zahnarzt, ein Geizkragen und ein Sadist. Mit einem Seitenblick auf Florence beeilte sie sich hinzuzusetzen. Aber er ist trotzdem kein Nazi. Dann mögen Sie Zahnärzte wohl nicht besonders. Charles' Tonfall klang eindeutig bedauernd. Ich meine, wenn Sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Lottie errötete ein bisschen. Sie setzte gerade zu einem einzigartigen Buchstabendrehersatzgebilde an, in dem die Wörter Zonditoren, Kahnärzte und Samochisten vorkamen, als Buttercup sie mit der Schnauze anstupste und damit das Schlimmste verhinderte. Während des Essens hatte Butter sich unter dem Tisch versteckt und den schlafenden Kater mit ängstlichen Blicken fixiert. Aber jetzt wollte sie Lottie offensichtlich aus der Patsche helfen, indem sie sie an ihren längst fälligen Mittagsspaziergang erinnerte. Lottie nutzte die Gelegenheit, klappte den Mund zu und schnappte sich die Lundeheine. Sicher war sie der Ansicht, dringend frische Luft zu benötigen. Ein bisschen kaltes Wasser im Gesicht wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Florence blickte ihr nachdenklich hinterher. »Ich finde, sie hat einen komischen Akzent, noch für eine Deutsche«, sagte sie so leise, dass Lottie sie hoffentlich nicht hören konnte. »Und welcher Rasse gehört euer Hund eigentlich an?« Ich öffnete den Mund, um Lotties Akzent zu verteidigen. Sie hatte nämlich gar keinen, wenn sie nicht gerade Buchstaben verdrehte, und sämtliche Rassen aufzuzählen, die sich mutmaßlich unter Buttercups Vorfahren befanden. Und das war eine lange Liste, als Mia mir ins Wort fiel. »Buttercup ist ein Entlebucher Biosphärenhund«, erklärte sie, ohne mit der Wimper zu zucken. »Eine sehr seltene und kostbare Rasse Schweizer Hütehunde.« Buttercup, die Lottie hinterhergetrippelt war, drehte sich bei diesen Worten noch einmal um und sah so selten und kostbar niedlich aus wie nur irgend möglich. Lottie, die an der Tür auf sie wartete, ebenfalls. »Ganz tolle Hunde«, sagte Charles enthusiastisch. Mia beugte sich über ihren Teller und murmelte, glücklicherweise nicht so lautstark wie Mom, »Wir mögen Tierärzte trotzdem lieber.«